Hallo liebe Zuschauer zum Landkreis Fensterregen. Heute bei mir im Studio Gabi Engelmeier und Michael Adam. Wir befassen uns heute mit einem Thema, das den Landkreis schon seit Jahrzehnten bewegt, und zwar die Ortsumgehung Rumansfelden. Dazu zuerst mal ein kurzer Beitrag mit dem Fakten. Und 1973 sind wir da rausgezogen. Ich kann nicht woanders aussiedeln, weil da ist mein Grund. Woanders habe ich keinen Grund nicht. Stehen. Paul Eidenschink ist nur einer der Anlieger der geplanten Westumgehung der Bundesstraße 11 in Rumansfelden. Er betreibt in der Marktgemeinde seit Jahrzehnten eine kleine Landwirtschaft. Sollte die Umgehung gebaut werden, weiß er nicht, ob er sie weiterführen kann. Der Herr Brunner, der Landwirtschaftsminister, der hat immer gesagt, die kleine Landwirtschaft muss erhalten bleiben. Ich weiß nicht, was er da gemeint hat. Also Sie könnten praktisch auch gar nicht mehr zu Ihren Feldern kommen, wenn jetzt die Umgehungsstraße kommen. Mit dieser Ungewissheit lebt Paul Eidenschink schon seit 1996. Zu dieser Zeit wurde das Raumordnungsverfahren für die Westumgehung in die Wege geleitet. Im Februar 2008 ist dann der Vorentwurf zur Genehmigung fertiggestellt worden. Jetzt, 5 Jahre später, läuft das Planfeststellungsverfahren. Voraussichtlich soll die Baumaßnahme rund 22 Millionen Euro kosten. Kostenträger ist der Bund. Grundsätzlich sind das staatliche Bauamt und der Bund in so einer Situation immer bemüht, für alle eine befriedigende Lösung zu finden. Also diese Betroffenheit von Landwirten und anderen Grundanliegern wird im Planfeststellungsverfahren ausführlich behandelt. Wenn die Frage ist, er kommt nicht zu seinen Feldern, ist es notwendig, hier eine Überführung zu bauen an einer bestimmten Stelle oder Längswege zu bauen? Oder kann man auch durch Flächentausch es so schaffen, dass die Landwirtschaft nicht betroffen wird und Ähnliches. Grundstückssorgen sind jedoch nicht die einzigen Probleme, die einige Rumansfeldner mit der geplanten Westumgehung haben. Seit rund 2 Jahren gibt es eine Gruppe, die den Ausbau ablehnt. Die Mitglieder wollen einen Bestandsausbau der alten Bundesstraße erreichen. Ihrer Meinung nach sprechen zu viele Argumente gegen einen Neubau. Und zwar ist das ganz einfach der riesige Landverbrauch, der damit verbunden ist. Zweitens, dass sie überhaupt nicht notwendig ist. Es gäbe Alternativen, die auch von der Landesregierung in Landshut genehmigt worden waren. Ja, und im Übrigen haben sich die Verhältnisse und die Bedingungen, unter denen die Bundesstraße als Umgehung geplant wurde, grundlegend verändert. Die Ortsumgehung Rumansfelden hat rund eine 20-jährige Planungsgeschichte hinter sich und man hat in diesen gut 20 Jahren viele Varianten im Westen, aber auch die Bestandsstraße ganz genau untersucht. Wir haben praktisch beide Linien genauso detailscharf vor uns, wie es noch zu keinem Zeitpunkt der Fall war. Daher wissen wir auch, dass der Landverbrauch bei beiden Varianten ungefähr gleich ist. Man hat dann abgewogen, welche die geeignetste Trasse ist, die weiterverfolgt werden soll. Und das machen wir nicht allein, sondern das erfolgt dann auch durch die oberste Baubehörde in München und durch das Verkehrsministerium in Bonn, Berlin. Und das ist nach Abstimmung auch mit diesen Stellen die Westumgehung. Laut der Umgehungsgegner ist ihrem Anliegen, den Bestandsausbau zu prüfen, nie ernsthaft nachgegangen worden. Es gebe zwar eine Planung dazu, allerdings solle damit lediglich die Bevölkerung abgeschreckt werden. Ihre Idee mit der Einhausung im Bereich der Ortschaft sei die sinnvollste Methode, die Bevölkerung vor Lärm und Abgasen zu schützen. Der Vorwurf, hier nicht richtig zu arbeiten, kann ich als Beispiel antworten. Wir haben sehr viel Erfahrung mit Einhausungen. Einhausungen kommen im Prinzip dann wie in Deggendorf, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Und Abdeckungen auf Einhausungen sind dann richtig und notwendig, wenn der Lärmschutz an den anliegenden und angrenzenden Häusern nicht eingehalten werden kann. Also wir haben in Rumansfelden auch uns mit dem Thema beschäftigt. Ergebnis ist aber, dass die Grenzwerte ohne Abdeckung erreicht werden und somit eine Einhausung dort nicht die geeignete Lösung ist. Es ist dann eben die Abwägung, ob das Ziel es notwendig macht, diese Einhausung zu bauen und ob nicht andere Trassen das gleiche Ziel erreichen, im Westen beispielsweise zu wesentlich anderen Nutzen- und Kostenverhältnissen. Josef Brunner, der Bürgermeister der Marktgemeinde Rumansfelden, ist Befürworter der Westumgehung. Und auch den Marktgemeinderat hat er mittlerweile hinter sich. Am 30. April 2013 stimmte die Mehrheit dafür, die Westumgehung weiter zu verfolgen. Laut Brunner soll dadurch die Ortschaft zusammenwachsen und sich endlich mehr Gewerbe ansiedeln. Die Westumgehung sei dafür keine Lösung, so die Gegner.
Seit 30 Jahren wird diese Umgehung geplant. Seit 30 Jahren ist hier eine Veränderungssperre. Das heißt, seit 30 Jahren können wir von der Huberweit aus gar nicht bis runter wachsen. Und unser Oberbürgermeister behauptet, er brauche die Umgehung, damit wir da unten zusammenwachsen können, dort, wo die Märkte mitten im Ort wären. Die Westumgehung Rumansfelden ist ein Teil des Ausbaukonzepts der gesamten Bundesstraße 11, beginnend bei Deggendorf bis nach Pattersdorf. Wie dieses Ausbaukonzept letztendlich an der Engstelle Rumansfelden umgesetzt wird, entscheiden die Bürger am 10. November 2013. Frau Engelmeier, wie war denn die Fahrt von Rumansfelden nach Deggendorf? Ich war heute sowieso in Deggendorf heraus beruflich und in der Früh, ja, ist es gewohnt, dass man von Rumansfelden nach Deggendorf natürlich die ganzen Geschwindigkeitsbeschränkungen hat von 80, 70, 60, 50, war alles dabei. Aber das haben wir schon gewohnt. Wie könnte es denn besser werden, Herr Adam? Ja, die Geschwindigkeitsbegrenzungen, die Frau Engelmeier anspricht, haben natürlich einen Hintergrund, nämlich immer an den Stellen, an denen Unfälle passiert sind oder Unfallhäufung passiert ist, die letzten Jahre haben die Verkehrsbehörden das angeordnet. Und wirklich wegbekommen kann man das nur über einen Ausbau, der in der Regel kreuzungsfrei ist, sodass diese Unfallschwerpunkte, die es ja gibt oder wo es durch Siedlungen durchgeht, dass die einfach abgebaut werden. Frau Engelmeier, jetzt haben Sie ja andere Meinung wie der Herr Adam, wie die B11 ausgebaut werden soll. Denken Sie denn, dass mit Ihrer Variante, dem Bestandsausbau, das auch besser werden würde? Selbstverständlich, weil dem Fahrer ist es egal, wenn er von Deggendorf von A nach B fährt, ob er jetzt durch einen Tunnel fährt und da störungsfrei fahren kann oder ob er an Rumansfelden vorbeifährt. Aber die Geschwindigkeitsbeschränkungen sind ja auch schon vorher und nicht nur im Ort. Ja, sicher. Muss man da. Es gibt ja ein Konzept für die ganze Straße und das muss natürlich verwirklicht werden. Es hilft nichts, wenn die 500 Meter durch Rumansfelden eine Veränderung ist und dann ist trotzdem nach Deggendorf oder Pattersdorf dieselbe Geschwindigkeitsbegrenzung. Das nützt dem Fahrer gar nichts. Was halten Sie vom Bestandsausbau? Naja, in der Tiefe meines Herzens muss ich sagen, konnte ich dem ursprünglich schon was abgewinnen. Denn man muss ja wissen, dass der Bund nicht baut, damit wir schneller von A nach B kommen. Das haben wir vielleicht hier in der Region gern. Aber es geht hauptsächlich um den Aspekt der Unfallverhütung. Und wir haben einfach in Rumansfelden drei Kreuzungsbereiche in diesem Ortsgebiet, die abgebaut werden müssen. Und der Bund sagt, ich baue die Straße dann dreispurig nur dann aus, wenn wir diese Kreuzungssituationen wegbekommen. Und da kann man natürlich sagen, bauen wir einen Tunnel, bauen wir Unterführung, Überführung, wie immer das ausschauen soll. Und da haben wir auch dem staatlichen Beamten den klaren Auftrag gegeben, das nochmal genauer zu betrachten. Und was rausgekommen ist, sind halt einfach Monsterbauwerke, wo Begleitstraßen gebaut werden müssen, wo Häuser abgerissen werden müssen, um das reinzubekommen. Das heißt, die Vorstellung, ich mache einfach die Straße ein bisschen tiefer, setze einen Deckel drauf und dann funktioniert das wie bisher, das geht nicht, weil die Fahrbeziehungen im Ort dann nicht mehr hergestellt sind. Frau Engelmeier, was sagen Sie dazu? Ich bin kein Bauplaner, ich bin nur dritte Bürgermeisterin im Ort und befasse mich deswegen mit der Situation. Aber erstens mal haben wir mir keine Unfallhäufigkeit nicht mehr. Seit 2009 ist es sogar vom Straßenbauamt, den Herrn Bürgermeister, bestätigt worden. Wir haben ja jetzt die Ampel vor 30 Jahren, wo die Westumgehung geplant war. 1979 war das ganz andere Situation. Jetzt haben wir diese Ampel und seitdem passiert da auch nichts mehr. Wo Schwerpunkte sind, das ist der Supermarkt vor der Ampel und das ist jetzt der obere Bereich, wo jetzt ein Supermarkt neu baut, die sind jetzt gerade dabei und da muss sich der Ort Rumansfelden was überlegen, dass man da was macht, weil das ist Ortsangelegenheit, dass man da wirklich Abhilfe schafft, denn da können wir nicht warten, ob irgendwann einmal eine Westumgehung oder ein Ausbau kommt, da muss gleich was passieren, dass man da Abhilfe schafft. Aber wie gesagt, das muss der neue Bürgermeister oder wer es auch macht, in Angriff nehmen, das ist ganz wichtig. Aber ansonsten, wenn ich höre, es ist ein Monstrum-Ausbau, das, was man da im Internet gesehen hat, das macht man heute schon lange nicht mehr so. Es gibt verschiedene Bauwerke, was man machen kann. Also die Monstrum-Veranstaltung, wo wir gesehen haben, Katastrophenbilder und so weiter in der Informationsveranstaltung vom Marktrat damals. Man kann das heutzutage ganz anders machen. Wir waren mal Wetterfeld bei Roding da hinten und haben das gesehen. Wir haben das auch in unserem Flyer dann so beschrieben. Also da gibt es halt ganz andere Sachen, dass auch der Verkehr, dass das nicht so lange belästigt sind die Leute, dass es nicht über 2 oder 3 Jahre irgendwelche Aushilfsstraßen braucht. Ja, da haben Sie jetzt ja viel Kontakt mit dem staatlichen Bauamt. Trauen Sie deren Ihre Planungen, dass das auch so wird, wie Sie es vorgestellt bekommen haben?
Man muss grundsätzlich sagen, ich bin auch ein Fan davon, dass man nicht immer nur die straßenbaulich optimalste Lösung nimmt. Ich habe auch Erfahrungen im Kreisstraßenbereich, etwa bei der Ortsumgehung Kirchberg, wo man sagt, Leute, wir müssen das ein bisschen runterfahren und auf die Belange der Anlieger eingehen. Aber in Rumansfelden einfach eine Situation, die sich nicht unbedingt vergleichen lässt mit irgendwelchen Tunnelbauten an anderer Stelle. Wir haben einfach Verkehrszahlen, die ganz anders sind wie im Rodinger Bereich. Der Bund macht ja das Ausgabevolumen auch immer von den Verkehrszahlen abhängig. Und wir haben vor allem eine Situation mit drei Kreuzungsbereichen. Und ich sage das nochmal, wenn man den Verkehr jetzt runtergeholt hat durch Tempobeschränkungen, dann hat man natürlich die Unfallzahlen nicht mehr, die der Grund waren für die Anordnung. Von daher kann man sich darauf nicht berufen, aber das ist kein Dauerzustand. Wir fahren durch einen Ort mit der 60er-Beschränkung. Wir müssten jetzt nach der Vorstellung der Ausbaugegner oder der Umgehungsgegner tiefer legen. Das heißt zum Beispiel, im Kreuzungsbereich können die Autos nicht mehr in den Ort reinfahren. Das bedeutet ganz zwangsläufig, dass vorher der Verkehr, bevor man in die Absenkung reingeht, runtergeholt werden muss. Dann gibt es eine Begleitstraße und dann ist zwangsläufig der Abriss von Häusern erforderlich, weil die sonst nicht reingeht. Also das ist nichts, wofür ich studiert haben muss, um das zu erkennen. Das andere ist, wenn man mal weggeht von der raumpolitischen Bedeutung, also der Bedeutung für den ganzen Landkreis, da muss man sagen, Rumansfelden hat eins der kleinsten Ortsgebiete, wenn nicht das kleinste sogar im Landkreis, und hat links und rechts im Flächennutzungsplan dieser aktuellen B11 Wohngebiete, Gewerbegebiete ausgewiesen seit Jahrzehnten, die der Ort nicht erschließen kann, weil eine Erschließung von der Bundesstraße aus nicht möglich ist. Das heißt, der Ort, der eigentlich als Ort relativ nah an Deggendorf ein Riesenpotenzial hätte als Schlafstadt, wie das zum Beispiel im Straubinger Umfeld mit Parkstetten der Fall ist, der kann sich nicht entwickeln, weil diese Straße da ist. Und darum kann es eigentlich nur der Weg sein, versuchen, das rauszubringen. Sind wir schon beim nächsten Thema, der Wirtschaftsfaktor Straße. Wie wichtig ist denn der Ausbau für die weitere Entwicklung des Bayerischen Waldes in dem Bereich? Ich möchte ein bisschen eine gemäßigte Haltung einnehmen, weil auf der einen Seite gibt es Menschen, die behaupten, der Straßenbau ist nichts, und es gibt Menschen, die behaupten, der Straßenbau ist alles. Ich glaube, dass die Tatsache, dass eine Straße ausgebaut wird oder in gutem Zustand ist, alleine noch keine Wirtschaftsansiedlung bringt. Da muss uns ein bisschen mehr einfallen. Aber ich denke, dass zwangsläufig unsere Betriebe einfach Probleme kriegen mit immer stärkerem internationalen Konkurrenzdruck, wenn die sagen, ich muss, um eine große Firma zu nehmen im Landkreis Regen, da rechnet mir der Werkleiter vor, dass er durch diese schlechte Anbindung und die Verzögerungen, die vor allem im Winter entstehen, 500.000 Euro mehr Frachtkosten im Jahr hat. Da kommt das natürlich dann schon auf die paar Minuten an, die man spart, wenn man das hochrechnet. Und irgendwo geht es da nicht nur um die Wirtschaft, sondern auch um die Arbeitszeit der Menschen und die Lebenszeit vor allem. Wenn ich mir ausrechne, 5 Minuten, 2-mal am Tag, ein ganzes Arbeitsleben lang, das ist ein hoher ökonomischer Schaden. Und es geht vor allem halt um die Sicherheit und um die Unfälle. Frau Engelmeier, wie sehen Sie das? Also es ist folgendermaßen, wir sind natürlich auch nicht dagegen, dass sich die Wirtschaft im Landkreis Regen entwickeln kann, um Gottes Willen. Aber unsere 500 Meter durch Rumansfelden machen es bestimmt nicht aus. Was man sich da einspart, ist maximal 1 Minute. Und für 1 Minute kriegt der kleinste flächenmäßige Ort im Landkreis 2 Bundesstraßen. Oder 2 Baugebiete. Ja, nein, also Baugebiete können genauso entstehen, wenn man das ausbaut. Weil wenn man die Straße drunter durchführt und das absenkt, das Ganze, dann können auch Gewerbegebiete und Wohngebiete entstehen. Weil dann brauchen wir aber Begleitstraßen. Nein, brauchen wir nicht, weil Rumansfelden hat 4 Ortseinfahrten. Nicht eine, sondern 4 haben wir. Und wenn auch dieser Bauabschnitt da gemacht wird, können die Leute von oben, von unten und von hinten auch genauso wieder nach Rumansfelden gelangen. Also durch den verkehrsberuhigten Marktplatz. Bitte weiterreden. Es ist so, dass wir wirklich der kleinste Ort sind im Landkreis. Und wie ich von vorher erwähnt habe, streuen wir uns nicht, dass die Wirtschaft hinter uns natürlich eine Anbindung bekommt. Wir sehen das genauso, dass da was passieren muss. Das ist nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass wir sagen, es soll gar nichts passieren. Überhaupt nicht. Und das haben wir auch schon in einigen Gesprächen wirklich miteinander kommuniziert. Bloß es ist so, dass ich jetzt für unseren Ort Rumansfelden rede. Und zwar ist es so, dass wir mir diese bestehende Straße, die jetzt die B11 ist, die bleibt uns. Die gehört dann Rumansfelden. Vielleicht wird es eine Kreisstraße, vielleicht wird es eine Ortsstraße. Aber die wird herabgesetzt. Die Pflege bleibt dann höchstwahrscheinlich den Rumansfeldern. Und der Schwerlastverkehr läuft größtenteils wieder auf dieser Straße, weil wir sehr viele Firmen haben,
die uns beliefern im Ort oder auch Axlacher, die rüberfahren. Wir haben die Firma Kies Hacker, die fährt mit einigen hundert Fahrzeugen am Tag vorbei. Die müssen diese Straße benutzen, damit die zu ihrem Kieswerk kommen. Dann haben wir natürlich den, zum Beispiel Pflasterbau Kopp, Pflasterbau Tull. Wir haben die Firma Schwamberger, um nur einige zu nennen. Wir haben wirklich sehr viele Betriebe, die müssen beliefert werden und die müssen mit Schwerlastverkehr beliefert werden. Hey Adam, Sie schütteln schon den Kopf. Nein, nicht, weil wir uns jetzt da in den Haaren haben, gar nicht. Ich glaube, dass es sehr sachlich ist, aber das kann man wirklich auch sachlich begründen. Wenn man die Verkehrszahlen mal anschaut, da gibt es ja Verkehrszählungen zum Saufurtern, auf gut Niederbayerisch gesagt, mit 12.000 Durchgangsfahrzeugen am Tag und da rechnen die wirklich die Zielbeziehungen raus. Also da reden wir wirklich vom Durchgangsverkehr, der durch Rumansfelden fließt. Und man muss einfach ganz ehrlich sagen, es kann nicht Sinn der Übung sein, dass man jetzt da mit Lieferverkehr dann argumentiert und rechnet, sondern es geht wirklich darum, dass man den Verkehr rausbringt und dass man den auch nicht irgendwo durch den Ortskern leiten kann und dass man da auch nicht mit den Industriebetrieben oder Gewerbebetrieben vor Ort argumentieren kann. Ich möchte noch auf ein letztes da auch hinweisen in dem Zusammenhang. Viele Unternehmen sagen ja, wenn die Straße nicht mehr da ist, dann muss es zurückgebaut werden, dann kommen die Kunden nicht mehr zu mir. Wenn man zum Beispiel einmal die Tankstelle und das Autohaus im Ort anschaut, die würden bei einer Tieferlegung, wenn ein Deckel draufkommt, dann finden die quasi nicht mehr statt, weil dann fahren sie unten durch, unter dem Ort, dann kann auch keiner in das Autohaus hinfahren. Und ganz wichtig ist halt auch, bei dieser Bestandsvariante kommen halt auch enorme Mehrkosten auf die Kommune zu. Die müssen ihre Kanal- und Wasserleitungen, die Stromleitungen auf eigene Kosten verlegen. Und natürlich auch das Argument, dass der Markt Rumansfelden die Bestandsstraße übernehmen müsste oder der Kreis, das ist richtig, lässt sich überhaupt nicht von der Hand weisen. Nur da gibt es gelungene Beispiele dafür, wie ehemalige Straßen, die durch so Orte geführt haben, dann auch mit städtebaulicher Förderung zurückgebaut worden sind, auf ein erträgliches Maß, weil man braucht ja dann natürlich nicht mehr die Breite. Und natürlich übernimmt man so eine Straße vom Staat dann auch in hergerichtetem Zustand und nicht kaputt und klumpert und schäbert, sondern das muss vorher sauber abgelöst werden. Ein weiteres Thema, das ja auch den Straßenbau oder den neuen Straßenbau betrifft, das ist der Landverbrauch. Der BBV mahnt das ja auch an, dass es ziemlich viel ist. Sehen Sie das auch so, dass das zu viel Landverbrauch ist, wenn jetzt an diese Ostumgehung kommt? Man kann jetzt immer streiten und sagen, eine Minimalvariante, wo ich nur einen Deckel drauf mache, die hat natürlich überhaupt keinen Landverbrauch, nur die kann halt auch in der Praxis nicht umgesetzt werden. Wenn dann die Variante des Straßenbauamts kommt, da wo wir uns auch einig sind, da ist natürlich auch immer das Maximum gerechnet. Die Befürworter dieses Bestandsausbaus reden vom Minimum, die sagen einen Deckel drauf, dann gelangt das Bauamt, macht eine Riesenplanung. Aber wenn man nur mal eine gemäßigte Planung annimmt, dann ist der Landverbrauch fast der gleiche wie bei einer Umgehung, weil einfach ein Haufen Begleitstraßen gebaut werden müssen. Und das Problem ist halt einfach, dass wir ja da nicht vor Ort in einer Situation sind, wo wir drüber entscheiden, wo wir sagen, das machen sich der Landrat und der Bürgermeister und die Gemeinderäte aus, sondern der Bund baut eine Straße nach seinen Erfordernissen und hört da die örtlich Betroffenen an. Und da wird zum Beispiel auch der Bayerische Bauernverband gehört. Und wenn es dann heißt, der Landverbrauch, der kostet einigen Landwirten die Existenz, dann muss man sagen, gerade in einem Planfeststellungsverfahren ist es ja die rechtliche Pflicht der Behörden, das auszuschließen und mit entsprechendem Tauschgrund zu arbeiten. Von daher ist es eine Stellungnahme, die legitim ist. Aber das ist grundsätzlich einmal nur ein Plädoyer für die Landwirte, dem dann am Ende auch abgeholfen wird. Rengelmeier? Also die Planung von dem Ausbau des Straßenbauamtes Deggendorf, die zielt wirklich dahin, dass die Leute sagen, wir müssen die Westumgehung machen, weil der Ausbau, der ist ja noch katastrophaler. Und ich verstehe eines nicht, warum macht man die dreispurige Strecke genau durch den Ort und nach Rumansfelden und vor Rumansfelden macht man es zweispurig. Wie ich jetzt gehört habe, von Grafling Richtung Hochbühl war das einmal dreispurig geplant. Die dann das schon wieder zurücksetzen auf zweispurig. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Also warum macht man dann diese Strecke von Grafling nach Rumansfelden zweispurig? Da wo es wirklich Möglichkeiten gibt, da könnte man dreispurig machen und die Leute hätten Möglichkeit zum Überholen. Und durch den Ort Rumansfelden machen sie es dreispurig und hinterher fahren wir wieder Richtung Patersdorf zweispurig. Also man sieht von der Planung her, wenn man das genau betrachtet, wo das hinzielen soll.
Und mit den Begleitstraßen, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, das muss nicht sein. Da gibt es andere Varianten, die man planen kann, dass man nicht so viel hat. Und wenn man das anschaut, die Kostenrechnung, vor 30 Jahren war das nämlich andersrum. Die Westumgehung war teurer wie der Ausbau. Bloß innerhalb von 30 Jahren hat sich das gewandelt. Die Zahlen sind auf einmal auf der einen Seite gesunken und auf der anderen Seite gestiegen. Und warum? Weil man die Westumgehung möchte. Weil da kann man natürlich schöner planen. Herr Adam, würde denn den Bestandsausbau der Bund zahlen? Der Bestandsausbau ist klar etwas, wo der Bund sagt, und das haben wir schriftlich, und zwar nicht bestellschriftlich, sondern als offene Frage formuliert, wo der Bund sagt, dass wir, wenn dann, mit einer Realisierung der Westumgehung rechnen können. Ein Bestandsausbau kommt aus den genannten Gründen nicht in Betracht, weil es einfach so ein massives Bauwerk werden würde und weil die Kosten halt auch entsprechend höher sind. Ich darf aber ganz gerne noch, Gabi, auf dein Argument eingehen. Du hast mich absolut auf deiner Seite, wenn du sagst, muss das dreispurig sein, muss das so überkantitelt sein. Ich glaube, dass die Wahrheit im Leben immer irgendwo dazwischen liegt. Und vielleicht ist es einfach so, dass das Straßenbauamt ein wenig übertreibt und die Gegner der Umgehung ein wenig untertreiben. Denn ich glaube, du kannst weder nur einen Deckel drauf machen auf die bestehende Straße und dann passt es, noch kann man da ein dreispuriges Monsterbauwerk durchtreiben. Aber Fakt ist, egal ob zweispurig oder dreispurig, die Frage wäre mir auch egal. Du musst eine Grundwasserwanne betonieren, 12 Meter tief, du musst gegebenenfalls einen Deckel drauf machen, du brauchst Begleitstraßen. Das heißt, die innerörtlichen Fahrbeziehungen sind unterbrochen und das Ding wird massiv riesig und teuer. Und dazu ist der Bund nicht bereit. Naja, letztendlich müssen es die Bürger entscheiden. Finden Sie sich denn mit der Entscheidung der Bürger ab oder werden Sie weiterkämpfen? Darf ich zu der Antwort erst einmal ganz kurz Stellung nehmen? Also es ist so, dass man mir wirklich, wie gesagt, vielleicht kann man sich einigen, dass man sagt, wir suchen einen Mittelweg, das wäre ganz toll. Wir sind keine Straßenbauplaner. Wenn der Bürgerentscheid so ausgehen sollte, dass man mir eine Mehrheit in Rumansfelden finden, denn den Vorschlag, den wir machen, der ist für alle Rumansfeldner, nicht bloß für einen Teil, die da vorne, dass die Ruhe haben oder die da hinten, dass die Ruhe haben, sondern wir möchten vor allen Dingen eine Lösung, die für alle Rumansfeldner, dass die endlich Ruhe haben. Aber er wird nicht finanziert. Wer sagt denn das? Das ist gar nicht wahr, weil die Westumgehung genauso beurteilt worden ist von der Finanzierung her wie der Ausbau. 30 Jahre lang, bis 1996, so war das, nicht 30 Jahre lang, sondern bis 96, ist es immer gleich beurteilt worden. Im Gegenteil, der Bund hat sogar geschrieben, die Finanzierung spielt keine Rolle. Und wenn ich das sehe, dass das mehr kostet, dann muss ich sagen, diese Straße bleibt uns nicht 10 Jahre oder 20, die bleibt uns einige 100 Jahre. Und mit dieser Straße muss das kleine Rumansfelden leben können. Was ist uns unsere Heimat wert? Ist uns das wert? Wir müssen das nicht zahlen, wir Rumansfeldner. Und der Bund gibt teilweise so viel Geld aus. Warum soll er dann nicht einmal da investieren? Und wenn wir so gute Politiker haben, wie jetzt unseren jungen Herrn Adam, der wirklich da voranprescht, oder unseren Landwirtschaftsminister, wir haben einen Politiker vor Ort. Und wenn die mit uns einmal ein bisschen zusammenarbeiten würden, sich zusammensetzen und sagen, Leute, wir wollen da eine Lösung finden. Sitzen wir uns an den Tisch und machen wir was, dass ihr keine Westumgehung kriegt, sondern wir setzen uns ein, dass Rumansfelden auch leben kann. Warum nicht? Und dann hätten wir die Chance, dass wir das bekommen. Frau Engelmeier, würden Sie sich denn mit einer Westumgehung abfinden, wenn der Bürger das so will? Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, das können wir nicht. Das ist unser Stück Heimat und das geben wir nicht her. Egal für welchen Preis. Und wir müssen uns dagegen wehren und das werden wir auch. Wir haben auch schon Petitionen eingereicht. Wir haben zwei Landwirte, die sind in der Existenz bedroht. Und wir werden in Rumansfelden schauen. Nächstes Jahr sind Kommunalwahlen. Wenn wir das jetzt verlieren sollten, ich bin ja immer noch guter Dinge, dass wir es nicht verlieren, aber sollten wir das verlieren, dann ist das nicht das Gesetz aller Dinge. Wir werden weiterkämpfen. Wir wollen das verhindern, dass wir uns diese Straße zu der zusätzlichen Straße, die wir schon haben, durch unseren kleinen Ort durchbauen. Aber Herr Adam, dann könnte man sich ja den Bürgerentscheid eigentlich sparen. Naja, es ist, ich halte grundsätzlich sehr viel davon, dass jetzt einfach einmal eine Klarheit reinkommt, Stimmungsbild reinkommt und dass man mal weiß, wie die Rumansfeldner in dieser Frage ticken. Aber man muss einmal rein rechtlich die Fakten anschauen. Der Markt Rumansfelden gibt im Planfeststellungsverfahren ja nur eine Stellungnahme ab. Eine von vielen. Da sind Fachstellen, Kommunen, übergeordnete Instanzen und Bürgerentscheid könnte ja nur den Sinn haben, dass der Marktrat entgegen seines Votums gezwungen wird, zu sagen, nee, wir wollen die Straße nicht. Da sagt aber der Bund schon sehr klar, wir bauen sie trotzdem, weil der Markt Rumansfelden eben nur eine Stimme hat und wir die Varianten entsprechend untersucht haben. Das heißt, rein rechtlich
kann man sich diesen Bürgerentscheid sparen. In der Praxis bin ich immer ein Fan davon, dass man einfach einmal solche Fragen an die Bevölkerung heranträgt und sagt, wie seht ihr es denn? Aber man soll es dann halt auch akzeptieren, wäre meine Bitte. Vielen Dank, dass Sie bei mir im Studio waren. Und ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuschauer, und wir sehen uns in 4 Wochen wieder.